Die Idylle am Branitzer See trügt. Auch wenn die heißen Temperaturen zu einem Sprung ins kühle Nass locken, wird davon hier dringend abgeraten. Nach dem See in Madlo sind nun auch Blaualgen im Branitzer See aufgetreten. Das haben Kontrollen der Stadtverwaltung ergeben. Entsprechende Warnhinweise wurden an den beiden Seen angebracht. Das Baden in den Gewässern hier sollte unbedingt vermieden werden. Auch das Spielen in Wassernähe ist keine gute Idee. In solch einer Situation ist es zu empfehlen, das Gewässer grundsätzlich zu meiden, weil es ja die bekanntlichen Durchfallerscheinungen geben kann durch die Blaualge. Und man muss das in der jetzigen Zeit, ich hoffe, dass diese langanhaltenden Trockenperioden nicht uns jetzt jährlich beherrschen, muss man es einfach dulden oder akzeptieren. Blaualgen sind giftig für Menschen und Tiere. Hundebesitzer sollten also auf eine Gassi-Runde an den betroffenen Seen verzichten. Die Algenbildung erkennt man leicht anhand der starken Trübung. Das Wasser verfärbt sich und die Sichttiefe ist eingeschränkt. Wenn sich die Algen so stark vermehrt haben, kriegt man sie nur schwer beseitigt. Nur eine Sperrung des Gewässers hilft erstmal. Weil wir befinden uns hier in einem Landschaftsgewässer, keinem klassischen Badesee. Und mehr kann man für die stillstehenden Gewässer nicht tun, weil man müsste ja, um die Situation zu bereinigen, diese künstlich belüften, wenn es nicht regnet, oder andere aufwendige Verfahren initiieren, um hier dem Anspruch einer Bademöglichkeit gerecht zu werden. Solche Maßnahmen würden laut Stadtverwaltung in die Hunderttausenden gehen, pro See. Blaualgen in einer so hohen Konzentration gab es noch nie in Cottbus. Anfang September werden beide Seen erneut kontrolliert. Dass sich in Zukunft die Blaualgen auch im Cottbusser Ostsee so stark vermehren könnten, sehen die zuständigen Stellen aber nicht. Wir haben ganz andere Tiefenverhältnisse. Dann, wenn geflutet wird oder auch zukünftig dann der See bewirtschaftet wird, dann gibt es ja den Zulauf über den Hammergraben und den Ablauf über den Schwarzen Graben. Somit ist immer eine Zirkulation gewährleistet. Wir haben auch das Thema Wellenschlag, ist eine ganz andere Situation am Cottbusser Ostsee, was wiederum einen Nährstoff- oder einen Sauerstoffeintrag in den See bringt. Von daher meine ich aus der jetzigen Perspektive, dass wir für den Cottbusser Ostsee, unabhängig mal davon, dass er momentan nicht geflutet werden kann, aufgrund der Rangfolge, es nicht vergleichbar ist. Bis wir aber überhaupt im Cottbusser Ostsee baden können, wird noch viel Zeit ins Land gehen. Übrig bleiben in Stadtnähe dann noch der Sachsendorfer und der Ströbitzer See. Die Blaualgen-Grenzwerte wurden dort, Stand heute, noch nicht überschritten. Die Stadtverwaltung weist aber darauf hin, dass Baden in Cottbusser Gewässern auf eigene Gefahr geschehe.